So, und damit habe ich einen Balkon geschaffen. Der wird getragen. Und das hier sieht auch schon besser aus. Das hier sieht auch schon besser aus. Da kann man runterlatschen. Jetzt sind wir da unten. Feintuning, ne? Ist doch okay, oder? Also ich finde es jetzt erstmal nicht so verkehrt. Können wir wieder keine Fackeln drauf. Ach, ich hasse es, ey. Hier oben. Naja, der könnte weg, 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 der könnte weg. So, hier ein bisschen schiefer ranziehen. So. Muss nicht unbedingt da bleiben. Können wir hier nämlich auch wieder so Stützen generieren. Dann sieht das so aus, als hätten wir da was für tun müssen, damit es da oben bleibt. Ja. So, ruhig bis unten. Abgestützt. Die Felswand und hier auch. Es entsteht so langsam, ne? So mit der Zeit. Ist echt okay. Ne? Brenne. Brenne. Hihi. Ach, mein neues Schwert gefällt mir. Also was heißt neu? Ist ja nur neu enchanted. Ah, und das hier. Irgendwann in einer späteren Folge werde ich das, was ich jetzt tue, alles wieder rausreißen und es wieder durch Cleanstone ersetzen. Das habe ich nämlich beim Original-Dreckbuddler Tempel, also hier erste Generation, auch gemacht. Ich erst alles so schön aus Kabel umgebaut und dann habe ich irgendwann doch beschlossen, mir fehlen Treppen, beschlossen, dass es ohne Kabel besser aussieht und habe wieder alles aus Cleanstone gemacht. Weil ich finde, Steinsorten mischen ist jetzt auch nicht gerade so einfach. Es wirkt meistens nicht so schön zusammen, wie es könnte. Aber ein Stack Treppen. Wahrscheinlich hätte ich jetzt nur an die Kiste gehen müssen, wäre auch fündig geworden, aber schnell gecraftet ist schnell gecraftet. So. Ja. Jetzt können wir hier noch so einen Sims draus machen. Machen wir jetzt auch nicht jeden, sondern nur jeden zweiten. Wirkt. Erhöht definitiv die Luftigkeit des Ganzen. Dann müssen wir da auch noch machen. Warte. Da auch noch machen. Das heißt, der da oben kann schon fast wieder weg. Und das könnte jetzt auch gekabbelt werden. Das ist noch die Frage, ne? Ich das jetzt Kabel hier. Na, also eigentlich muss da hier ja Cleanstone rein. Dann könnte da noch einmal Cleanstone rein und dann könnte da wiederum durchaus nochmal Cleanstone rein. Ja. Ja, das geht schon mal, oder? Was sagt ihr? Jetzt hier überall so. Hier so. Ja, und damit sieht man nämlich, wo die Symmetrie hier gelandet ist. Ui, ganz daneben. Hallo. Ganz ruhig, Minecraft. Jetzt blieb das auf einmal hängen. Schon wieder. Hallo. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wird alles gut, wird alles gut. So, warte mal, die nehmen wir jetzt wieder raus. Raus, raus. Müsste ich eigentlich die zwei hier vorne, aber das ist ja dann auch scheiße. Wenn ich das jetzt einfach nur so verstärke. Und das wirkt jetzt auch nicht besonders. Durchlaufen kann man da auch nicht. Hihi. Na gut, das hätte was, ne? Das wäre auch eine Art Ausblick. Man kommt aber nicht durch.
Wäre doch was, oder? Dann können wir hier so eine Art Käfig haben. Haben wir einen Kerker? Haben wir einen Kerker? Haben wir einen Käfig? Haben wir einen Kerker? Zugang nur von innen und man kann sich so von draußen so die gelackmeierten, wie heißen sie denn immer? Also Delinquenten, ne? Delinquenten sind es ja sowieso. Gelackmeierte, Delinquenten, Verbrecher. Wie betitelt man solche Subjekte? Subjekt. Prädikat, Objekt, Nomen. Du bist heute das Subjekt. Nein, ich möchte aber das Objekt sein. Ah, na gut, bist du halt das Objekt. Ah, immer wieder die Kinder. Das ist, also wirklich. Als ob sie nichts Besseres zu tun hätten, als Objekte zu sein. Aber dank Facebook, ne? Bleibt da mir fast nichts anderes mehr übrig. Der Objektivismus, nein. Ach, keine Ahnung. War schon fast der Ansatz für ein Thema, ne? Ich werde besser. Nach nunmehr bestimmt einer Stunde habe ich doch irgendwie ein Thema angekratzt. Oh, das sieht echt cool aus. Da könnte man da drin was einfangen. Jetzt muss ich bloß einen Zombie da reinbringen, der da drin bleibt. Hätten wir einen so ausgestellt. So, und das sieht eigentlich auch ganz gut aus. So. Jetzt müssen wir da bloß einen Zugang zu schaffen. Und den Zugang schaffen wir am besten von... Ja, von hier ist scheiße, da ist schon so viel. Also von hier. So, und damit es richtig scheiße wird, würde ich sagen, wir machen es genau hier vorne an die Kante. Oder? Was sagt ihr dazu? Dann wird es doch richtig, richtig räudig. Wenn jetzt hier so damit anfangen. Vor allem hier noch so am Durchgang und so. Das muss ja auch ein bisschen verwinkelt sein. Wir wollen ja so diesen, grundsätzlich so ein bisschen diesen Burgcharakter schon hinkriegen. Und Burgcharakter kriegt man vor allem durch Verwinklung, glaube ich. Also durch fehlende Symmetrie. Oder so. Ja, so ein bisschen jedenfalls. So, so, jetzt sind wir hier, hier, so. Genau, weil dann sind wir nämlich schon hier, wo wir gar nicht rein können, weil da das ist. Und das auch so da eigentlich bleiben muss. Machen wir das mal weg. Probieren wir da mal was. Also wenn ich jetzt hier so ein Slabity-Slap-Slap nehme. Bleiben wir da immer noch mit der Plauze. Naja, Plauze ist nicht mit der Stirn so dran hängen. Und weil wir das ja nicht wollen, gehen wir hier einfach mal so in diese Richtung und sagen dann und so, okay. War eine gute Idee, aber hat nicht funktioniert. Und dann haben wir hier so gleich so einen Burggraben mit drin. Naja gut, ob man das jetzt hier nun genau am Eingang braucht, ist sei noch dahingestellt. Aber es ist doch immerhin schon mal ein Plan. Ein Plan ist besser als kein Plan. So, genau, weil dann sind wir hier so und dann können wir hier ja nochmal so runter. Nein, das war zu tief. Auch egal, muss eh gekabbelt werden. Und dann sind wir hier unten. Und dann können wir ja hier so runtergehen. Und da bauen wir ja unseren Kerker gleich. Und es regnet hier schon wieder. Minecraft ist ein bisschen wie Deutschland, oder? Ständig schüttet das. Ständig. Kein muted Wetter mehr. Ich müsste mal... Also das würde mich echt mal interessieren. So statistisch gesehen, wie das früher so war. Weil als Kind, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, als Kind war das Wetter immer besser. Also so die Kindheitserinnerungen an Wetter sind meistens gute. Und jetzt ist die spannende Frage, ist das Wetter jetzt aktuell wirklich schlechter? Oder ist die Wahrnehmung einfach nur eine andere? Ich habe
das für mich selber noch nicht nachvollzogen. Das wäre eine Variante. Also man kommt hier so rein. So, düdü, dann geht man hier so durch. Das hat man da auch schon, ey. Dämlicher Random-Algorithmus. Was mache ich denn? Ich mache Shuffle Tracks mal. So, warte mal. Shuffle Tracks. Shuffle Tracks ist vielleicht besser. Mal gucken. Ah, wieder Le Melodie. Le Melodia. Ja, man kann hier nicht, also man kann hier nicht reinfallen, das ist auch gut. Wenn man dagegen rennt und dann muss man hier sich hier so durchwursteln. Das ist schon okay. Und damit das hier nicht ganz so blöde, also das eigentlich wird es dadurch ja noch viel blöder, was ich jetzt vorhab. Mal gucken. Mal gucken. Ich bin mir da noch nicht sicher. So, und der kommt dahin und hier ist Cleanstone, genau. Ja, und dann kann man hier auch so reinfallen. Ja, es wirkt schon okay. Ist jetzt nicht toll, aber es ist okay. Und erst kann man hier auch noch durchrennen. Ah, dann müsste man das hier eigentlich schon da rausnehmen. Ah, eigentlich reicht es noch zum Durchlaufen, oder? Knapp. Darum geht es ja auch schon wieder weiter. Hier, das kommt sowieso alles weg. Alles kommt weg, alles muss raus. Das bauen wir dann jetzt demnächst bald richtig um. Jetzt demnächst bald. Das ist auch schön. Wichtig. Nicht vergessen. Versprochen ist versprochen. Thank you.